Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Im April 1945 sind Kanadier, Amerikaner und Briten bereits bis an die Weser vorgedrungen und ziehen in Richtung Hannover. Nur wenige Stellungen liefern sich noch aussichtslose Kämpfe mit den Alliierten. Dabei entsteht zwischen Weser und Deister der sogenannte Weser-Gebirgskessel. Die Eulenburg, das Museum Rinteln, widmet dieser kurzen Zeitspanne zwischen dem 1. und 12. April 1945 eine Sonderausstellung mit dem Titel 1945, der Weser-Gebirgskessel und die letzten Kriegstage zwischen Minden, Hameln und dem Steinhuder Meer. Dr. Stefan Meyer, Leiter des Museums Rinteln, erläutert das Konzept der Ausstellung. Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass sie hier über Zahlen jeweils zu den einzelnen Orten hier am Rand in der Textleiste die Ereignisse vorgestellt finden und links daneben hier die entsprechende Illustration mit den Bildern aus der Zeit. Diese Karte zeigt den Verlauf der Kämpfe am 5. April 1945 und da sieht man, dass die Alliierten hier, das ist der Weserverlauf, also schon komplett an den Fluss vorgerückt sind. Hier liegt Minden und hier im Bereich Minden, da sind die britisch-kanadischen Truppen, stehen dort an der Weser und haben bereits hier bei Wietersheim einen kleinen Brückenkopf gebildet. Während hier in diesem unteren Bereich südlich bei Floto die amerikanischen Truppen vorrücken. Das ist hier also die Gefechtsgrenze zwischen den beiden großen Armeen gewesen. Dazu gibt es dann zahlreiche Exponate zu sehen, die allesamt aus der Region stammen. Sie erzählen Zeitgeschichte. Ein Beispiel ist diese Munitionskiste. Sie war bei den Kriegsgeschädigten sehr beliebt. Hier dient sie zum Aufbewahren von Tabak. Sie war innen wasserdicht mit Blech ausgeschlagen, sodass sie auch gerne als Waschschüssel verwendet wurde. Ein Operationsbesteck für die Westentasche, samt der damit entfernten Granatensplitter. Das Telefon blieb stumm. Die Damen von der Vermittlungsstelle Bad Oeynhausen hatten sich mit den Worten verabschiedet: Wir schalten jetzt ab, die Amerikaner sind schon im Haus. Die Goebbels-Schnauze, der Volksempfänger, blieb tot, weil der Strom ausgefallen war. An einer Hörstation kommt der Propagandaminister noch einmal zu Wort. An unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und kein Pardon mehr geben. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven Das Resultat der Großoffensive ist neben Fotos auch auf bisher unveröffentlichten Filmdokumenten aus Südniedersachsen zu sehen. Die Ausstellung im Rintelner Museum ist noch bis zum 2. Januar geöffnet.